Die Zusammenarbeit im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr war für mich ein Vergnügen. Sie ist immer von großem Vertrauen geprägt. Wir hatten nicht kleine Herausforderungen zu bewältigen. Das war im besten Sinne ein geschwisterliches Zusammenwirken und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir das jetzt in der Zukunft so fortsetzen werden. Da vielleicht das Wort von den Kindern des Ruhrgebiets kurz erläutern. Nikolaus Schneider ist eben auch genau wie ich Mitte der 70er Jahre als Pfarrer in einer Arbeitergemeinde des Ruhrgebiets sozusagen angetreten. Bei Nikolaus war das in Duisburg, bei mir in Dortmund. Im Übrigen bin ich danach auch 10 Jahre rheinischer Pfarrer gewesen, da waren wir also unmittelbare Kollegen. Meine Wege haben mich dann nach Dresden geführt. Übrigens am 9. November 1989 war ich im Rahmen einer Jugendbegegnung auf dem Wege in die DDR. Unvergessliche Tage. Da kommt es mir unwahrscheinlich vor, was und wie sich alles verändert hat. Ich bin ein Sachse geworden, auch wenn man mir das nicht so richtig anhört, aber so fühle ich mich jedenfalls, ohne natürlich diese Wurzeln, auch gerade die im Ruhrgebiet, jemals vergessen zu können. Vieles zwischen Ost und West ist sehr, sehr ähnlich gleich geworden. Manche Unterschiede erkennt man nur, wenn man ganz genau hinsieht. Da möchte ich übrigens an Ihre Profession die kleine Anmerkung machen. Ich wäre eigentlich gelegentlich auch dankbar, wenn da etwas genauer hingesehen werden würde. In vielen anderen Feldern des Lebens ist es allerdings so, dass keine Unterschiede mehr feststellbar sind. Insofern greife ich auch gerne den Impuls von Nikolaus Schneider auf. Auch ich verstehe mich als ein Pfarrer, der in der Aufgabe der geistlichen Leitung der Gemeinde und der Kirche steht. Das ist für uns im Osten von großer Bedeutung. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie lebendig und kraftvoll das Leben in unseren Gemeinden sich darstellt. Äußere Rahmenbedingungen sind oft nicht leicht, aber es gibt wunderbare Zeichen des Glaubens, wie Menschen geprägt werden. Das deutlichste Zeichen ist sicherlich die Frauenkirche in Dresden. Und ich will auch an dieser Stelle gerne sagen, der Tag der Weihe im Oktober 2005, das war einer der besten Tage in meinem Leben. Katrin Göring-Eckardt ist Präsidentin des Kirchentages. Wir beide arbeiten in diesen Tagen, Wochen und Monaten eng zusammen. Wir freuen uns auf den Kirchentag in Dresden. Ich bin mir sicher, dass er ein großes Fest des Glaubens werden wird. Und so sind wir also nach meiner Einschätzung in dieser Situation gut aufgestellt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und merke vielleicht nochmal an, dass jetzt hier die Parität Ost-West also in vorzüglicher Weise hergestellt ist. Eine Ossi, ein Wessi, ein Wossi. Dritte Tagung der 11. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, 7. bis 10. November 2010 in Hannover.